Ich bin zum Schneidern gekommen über Bestimmung. Ja, mein Name ist Maximilian Mock. Ich bin 30 Jahre alt mittlerweile, komme ursprünglich aus Koblenz, selbstständig als Maßschneider, Designer und ab und zu schreibe ich auch ganz gerne Prosa. Und ja, ich versuche die Herren dieser Stadt einzukleiden und auch die Damen. Ich wusste schon, glaube ich, sehr, sehr früh in meinem Leben, dass ich was mit Kleidung machen will. Mit vier wollte ich nicht mehr, dass meine Mutter meine Kleidung rauslegt, sondern ich wollte sie selber rauslegen. Habe mir Gedanken dazu gemacht, wie ich angezogen sein will. In der Adoleszenz oder in der Pubertät war ich so der typische Typ mit den langen Armen und den langen Beinen und Spargeldürr und hatte halt nichts zum Anziehen gefunden. Und hatte dann irgendwann gedacht, okay, das kann nicht so weitergehen. Als modeinteressierter Junge will ich eigentlich dann Sachen haben, die passen. Und habe dann von Vintage gelesen oder beziehungsweise von der Savile Row. Und die Savile Row ist in London, für diejenigen, die das nicht wissen, ist das eine Schneiderstraße, ganz berühmt, die goldene Meile der Schneiderei. Und fand das toll. Da haben diese englischen Herren quasi, die auch sehr schmal waren, auf einmal breite Schultern bekommen, einen athletischen Körperbau in diesen Anzügen, also richtig dieser Körper wurde skulpturiert. Insgesamt betrachte ich mich nicht als jemand, der es was gelernt hat oder von der Pike auf gelernt hat, sondern als Autodidakt. Habe mich beworben nach dem Abitur an den Häusern der Savile Row und wurde überall dankend abgelehnt. Aber ich mache erst zwei Schritte und mache dann erst danach den Schritt zurück. Also und bin bisher damit ganz gut gefahren. Ich versuche die Probleme dann aktiv anzugehen und nicht irgendwie, hoffentlich geht's vorbei und dann geht's meistens meiner Meinung nach nicht vorbei. Aber Angst ist ganz normal. Also ich merke auch manchmal, wenn ich hier stehe und Rechnungen überweise und denke dann immer so, morgen Gott, das sind Beträge, wo kommen die denn alle her? Irgendwann gewöhnt man sich auch an die Angst. Wenn einer zu uns zum Anzug kommt und er sagt nichts, so sieht dann der Anzug aus. Dass wir da nicht festgefahren sind, ist natürlich klar. Wir sind am Ende Maßschneider und wir passen uns an den Kunden an. Wenn der Kunde sagt, ich möchte nicht so hohe, weite Hosen haben, werde ich vielleicht zwei bis dreimal nachfragen, warum er das nicht will. Wenn er gute Antworten liefert, mache ich es ihm auch anders. Aber das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Wir kommen mit einer klaren Idee, wie ein Herr oder eine Dame aussehen soll. Wir haben eigentlich nur quasi Stoffe aus England. Unsere Preisrange ist linienabhängig. Unsere Hauptlinie, würde ich auch sagen, beginnt bei 1600 Euro für den Anzug. Die vergangenen zwei Jahre waren natürlich sehr, sehr schwierig für mich, dass man halt durch die Situation mit Covid waren dann schon Sachen, wo ich Angst hatte. Trotzdem würde ich generell sagen, dass ich immer glücklich dabei war, weil ich machen konnte, was ich will. Und ich hatte natürlich auch diese Motivation, diese endlose Motivation. Ich glaube, das Coolste für mich ist einfach, dass Leute mir vertrauen, was ich eigentlich bewerkstellige. Und mir vertrauen in Sachen Schnitt, in Sachen Farbauswahl, in Sachen Stoffauswahl. Das ist eigentlich immer das Schönste und das ja meistens stolz. Der Name ist nett, aber es ist eigentlich das andere, was mir viel mehr stolz bereitet.